Ein Buchtipp ist diesmal ein humorvoller Krimi mit dem Titel Tod in Weimar von Dominik Horwitt. Horwitt ist 1957 in Paris geboren und arbeitet als Schauspieler unter anderem an Bühnen in Berlin und in Weimar. Er hat einen humorvollen Krimi geschrieben, der den Lesern gefallen könnte, die gern Kluftinger lesen. Kurz zur Handlung: Es geht um einen Kutscher, der früher Schauspieler war und der als Fremdenführer durch Weimar führt. Und es geht um eine Seniorenvilla, der Villa Gründgens, in der besser betuchte Menschen sich einkaufen können und dort leben, die aber trotzdem nicht vor dem Tode geschützt sind und einer nach dem anderen leider sein Leben lässt. Kaminski wird dann in diese Villa eingeschleust und soll den Fall aufklären helfen. Das ist ein sehr humorvolles Buch mit einigen literarischen Zitaten, die nicht immer dem richtigen Autor zugeordnet werden. Und hat seine stärksten Stellen eigentlich in den Momenten, wo die Schauspielgruppe aus Laiendarstellern bestehend Schillers Räuber einstudiert und dabei auf die Person der Räuber verzichtet. Sehr viel Spaß ist garantiert, viel Vergnügen bei der Lektüre.